Hi, ich bin Philipp, das ist Digi Fernunterricht, das ist schon die 70. Folge von Digi Fernunterricht. Und ich mache mal wieder ein Video, bei dem ich nichts einblende, sondern nur ein bisschen rante. Und zwar zu den Erwartungen von Eltern. Ich bin selber auch Vater von Kindern, die eine Schule besuchen. Und lese und höre ganz viel, was Eltern sich von der Schule im Moment wünschen. Und natürlich gibt es hier ganz legitime Anliegen, die ich auch gar nicht irgendwie abwerten will. Also zunächst einmal brauchen Eltern die Betreuungsfunktion der Schule, besonders bei jüngeren schulpflichtigen Kindern. Sie verlassen sich darauf, dass die Schule die Kinder beaufsichtigt, dass sie beschäftigt. Und das ist jetzt in den letzten Wochen weggefallen, ist auch jetzt nur eingeschränkt überhaupt möglich. Und das ist eine riesige Frustration, wo man wie sagen kann, okay, das ist das, was ich brauche. Das ist völlig zu erwarten. Es ist auch so, dass die Schule das Lernen der Kinder für in Bezug auf die Schulfächer auch organisieren, verstehen sollte. Aber jetzt aus der Perspektive, die Eltern mit ihren Kindern haben, ergeben sich ganz viele Anforderungen an die Schule, die so sehr, sehr schwer einzulösen sind, besonders unter erschwerten Bedingungen. Und da finde ich teilweise der Absolutheitsanspruch, mit dem man auftritt, finde ich überraschend und auch manchmal ein bisschen arrogant, vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich zeige mal ein paar Dinge. Also, da gibt es, wenn wir über die Betreuung sprechen, da gibt es die Eltern, die finden, ja, jetzt ist alles gar nicht mehr so schlimm. Jetzt macht ihr 100% auf. Ich will mein Kind von Montagmorgen bis Freitagnachmittag dahin schicken können. Ich muss ja schließlich auch arbeiten. Und daneben gibt es die anderen, die sagen, wir haben Angehörige, wir haben Familienmitglieder, die besonders schützenswert sind. Ich kann mein Kind nicht in die Schule schicken. Das holt sich da. Die Krankheit verbreitet es bei uns in der Familie. Das geht ja gar nicht. Also öffnet doch bitte nicht die Schulen. Und dann gibt es die, die sagen, ja gut, irgendwie sollte man wählen können, da hingehen oder nicht hingehen. Dann kommen die Nächsten und sagen, ja, nee, ja, wenn die einen hingehen, dann müssen die anderen das auch können, wegen Bildungsgerechtigkeit und so weiter. Und alle haben irgendwie recht, aber blenden aus, dass es andere Eltern gibt, die auch recht haben. Dasselbe gilt dann für diese Plattformen. Da gibt es Eltern, die sagen, ja, kommt mal, also da gibt es wirklich gute Tools von Microsoft, Google. Jetzt stellt doch einfach euer ganzes Material da drauf, macht attraktive Lernumgebungen, die digital sind. Das sollte doch gehen. Einheitlich kommunizieren, damit mein Kind weiß, an diesen Orten muss ich die Aufgaben abarbeiten, dann habe ich alles. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nee, also die können doch nicht von mir erwarten, dass ich ein Gerät bereitstelle für meine Kinder. Ich brauche einen Laptop selber zum Arbeiten. Und wo soll ich das Geld hernehmen, um für jedes Kind ein Gerät zu kaufen? Das geht ja alles gar nicht. Auch hier, alle haben recht. Also das stimmt natürlich. Es ist ärgerlich, wenn man auf ganz vielen Wegen an Material rankommt. Dann ist es auch problematisch, wenn es nicht digital zur Verfügung gestellt wird. Da ist es auch problematisch, wenn es digital zur Verfügung gestellt wird. Und was grundsätzlich fehlt, ist ein Bewusstsein dafür. Da gibt es ganz viele Dilemmata schon in Bezug auf Schulpflicht. Es gibt die Eltern, die finden, das ist völlig daneben, dass mein Kind auf eine öffentliche Schule muss, wo es mit anderen zusammen unterrichtet wird, im Gleichschritt. Da wird mein Kind irgendwie in seinen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ich würde lieber Homeschooling, Privatschule und so weiter machen, wo auf diese Bedürfnisse besonders gut eingegangen werden kann. Und daneben natürlich, dass man sagt, nee, es geht jetzt ja gerade darum, dass alle Kinder an einem Ort gemeinsam in so einen Aushandlungsprozess eintreten. Das gehört auch zur Demokratiebildung, zur Wahrnehmung anderer Perspektiven dazu. Und da Erwartungen zu formulieren, das finde ich aus der Sicht der Schule auch wichtig, dass die Eltern fragt, was sind ihre Wünsche. Aber wenn man ein Kind, mehrere Kinder in einer Familie sieht, in einer speziellen Situation, muss man immer daran denken, da gibt es ganz, ganz viele andere Familien, bei denen ganz andere Situationen da sind, ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Wünsche. Und was die Schule machen muss, ist Kompromiss in ganz vieler Hinsicht. Sie hat nicht nur verschiedene Familien, aus denen Kinder in die Schule kommen, sie hat auch verschiedene Angestellte, Lehrkräfte, die unterrichten, die Dinge können, die Dinge wollen, die
denen gewisse Dinge wichtig sind und andere weniger. Und da aus dieser Komplexität einen Kompromiss zu finden, bei dem gewisse Standards eingehalten werden, gewisse Freiheitsgrade auch möglich sind, das ist ein Aushandlungsprozess, in dem die Stimme der Eltern gehört werden sollte, aber nicht das Urteil der Eltern. Also aus der einen kleinen Perspektive den ganzen Kompromiss beurteilen zu wollen, das legt den Fokus häufig nur auf die Bereiche, wo man in der eigenen Situation eingeschränkt wird und nicht auf die Bereiche, wo etwas möglich gemacht wird, was sonst, wenn der Kompromiss anders ausfiele, schlicht nicht möglich ist. Und das gebe ich mal einfach allen Eltern zu bedenken. Denkt darüber nach, es gibt andere Familien, es gibt andere Kinder, es gibt andere Lehrerinnen und Lehrer, die auch sich an gewisse Vereinbarungen halten müssen. Das ist alles einfach nicht so einfach, dass man für euch schaut es manchmal so aus, das wäre die ideale Lösung, so sollten es alle machen. Und wenn ihr diese Lösung umsetzen müsstet, dann gibt es ganz viele Dinge, wo diese eine Lösung halt einfach nicht funktioniert, wo sie Verluste produziert, Schaden anrichtet. Es geht jetzt so einfach nicht. Und das bitte ich euch zu bedenken, in den Urteilen etwas nachsichtiger zu sein, im Feedback überhaupt nicht, sondern das wirklich so mitteilen, was eure Bedürfnisse sind, damit dieser Kompromiss verbessert, überarbeitet, angepasst werden darf, kann. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.